Initiator des Cyberforums hat er die Karlsruher Region nachhaltig geprägt. Mit seiner Stiftung unterstützt er die Kultur hier in der Region. Dr. Friedrich Georg Höpfner, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sie haben sich ja nach dem Verkauf der Brauerei einer etwas anderen Aufgabe gewidmet, und zwar dem Bau und der Entwicklung von Immobilien. Wir sitzen hier gerade in der Villa auch auf dem Höpfner-Gelände. Welchen persönlichen Bezug haben Sie denn dazu? Diese Villa hat mein Urgroßvater 1902 gebaut, 6 Jahre nach dem Bau der Höpfnerburg. Und für mich war das erstmal ein Fremdkörper, weil ich hier gar nicht aufgewachsen bin. Nach dem Krieg waren hier die amerikanischen Soldaten drin, es war das Casino der Offiziere. Und meine Familie musste natürlich ausziehen. Ich bin woanders aufgewachsen und erst wie wir geheiratet haben, 1976, sind wir hier eingezogen. Ja, das ist durchaus ein historisches Gebäude. Urgroßvater hat ja die Burg errichtet als Wahrzeichen hier in der Region für die Region. Ja. Hat das irgendwie in Ihnen den Drang geweckt, dass auch Sie was Neues schaffen möchten? So eine Burg ist eine Lust und eine Last. Eine Lust, weil es toll ist, Burgherr zu sein, und eine Last, weil man sie dauernd renovieren muss. Man sitzt dann da und überlegt sich, was diese Backsteine wieder kosten. Und wie der Herr Küchlin so schön sagte, der hier ein paar Häuser weiter diese Steinmetzwerkstatt betreibt. Seine Familie lebt seit 3 Generationen von unserer Burg. Das ist natürlich für ihn schön und für uns auch irgendwo schön, aber irgendwo auch wieder teuer. Und da überlegt man sich dann schon, wie kann man so eine Burg in die Zukunft bringen. Ja, und was genau ist da geplant? Wir hatten eigentlich die Idee, dass hier Bier gebraut werden soll. Aber das Brauwesen ist ein Lebensmittelbetrieb, das ist nach hygienischen Anforderungen alles Mögliche. Da kann man nicht alles nur im Altbau machen. Da muss man heutigen Anforderungen gerecht werden. So hat die Brauerei sich schrittweise in einen Neubaubereich zurückgezogen, während in den Altbauten heute Büros entstanden sind. Witzigerweise Büros für Hightech-Firmen, die eben auch dem Cyberforum zum Teil entstammen. Sehr schöne Loftbüros für junge Firmen, die im völligen Gegensatz zu dem alten Gemäuer mit Zukunftsvisionen zu tun haben. Und welche Chancen ergeben sich dadurch für Karlsruhe? Sie haben ja gerade von Hightech-Firmen gesprochen. Worum genau geht es denn da beim Cyberforum? Ja, die Chance ist natürlich die, Karlsruhe ist keine Verwaltungsstadt mehr wie früher. Karlsruhe ist heute mit etwa 300.000 Einwohnern und einem jährlichen Wachstum von 1-2%. Einerseits aber 20 bis vielleicht sogar 30.000 Arbeitsplätzen in der Informatikindustrie. Da hat er schon einen starken Schwerpunkt. Und die Chance ist, dass dieser Schwerpunkt immer wieder durch nachwachsende Jungfirmen verstärkt wird. Das sieht man auch daran, wie wir das Cyberforum gegründet haben, waren das natürlich alle Teilnehmerfirmen, bestanden aus 1-2 Personen. Und heute sind mehrere dabei, die weit über 1.000 Mitarbeiter haben. Eine hat sogar über 5.000 Mitarbeiter. Und da sieht man schon, dass da ein enormes Wachstum in dieser Branche stattfindet, das sich auch auf die ganze Region auswirkt. Ja, Ihr beruflicher Hintergrund ist ja sehr breit gefächert. Sie sind ja Diplomkaufmann, Diplom-Braumeister. Sie haben auch einen Abschluss in Psychologie und Sie haben lange Zeit in den USA gelebt, um dort zu forschen. Was hat Sie wieder genau nach Karlsruhe zurückgeführt? Ja, das war eine Lebensentscheidung. Ich hätte vielleicht in Amerika mich vorbereiten können, darauf Professor zu werden für Wirtschaftspsychologie, und habe mich aber dann doch entschieden, ich gehe in das Unternehmerische rein. Setze die Familientradition fort. Ich leite diese Firma in der 6. Generation. Und Karlsruhe ist auch eine schöne Stadt zum Leben. Ja, das stimmt. Ein weiteres Projekt von Ihnen ist ja die Stiftung, die Höpfner Stiftung. Die unterstützt ja Musiker und Kunstschaffende, eben generell die Kultur hier in der Region. Woher stammt bei Ihnen diese Kulturaffinität? Meine Großmutter war Vorsitzende der hiesigen Filiale der Richard-Wagner-Stiftung. Und so in den 50er und 60er Jahren war es wirklich für junge Musiker ein ernstes Problem, wo kann ich üben? Und da hatte meine Großmutter eben gesagt, bei uns könnt ihr üben. Und so bin ich in einem Haus aufgewachsen, in dem Tag und fast auch Nacht immer Musik erklungen ist. Ja, das ist doch auch ganz schön. Dann vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch eine gute Zeit.